will jetzt, bevor wir dann den Martin hören, will ich euch auf eine kleine Zeitreise wieder mitnehmen. Ihr wisst ja, ich liebe es, in der Bibel zu forschen, Altes Testament oder Neues Testament, und zu beten und den Herrn zu fragen, hey, was hast du für mich oder was hast du für uns? Und manchmal führt er mich zu ganz interessanten Bibelberichten, und ich habe wieder eine gefunden, die wird sogar zweimal im Alten Testament berichtet. Und das eine ist in 2. Samuel 5, 6 bis 10. Und die gleiche Story wird erzählt in 1. Chronik 11, 1 bis 8. So, wir stehen jetzt hier in diesem Bericht auf einem ganz besonderen Schauplatz. Vor uns sind die Reihen der Kämpfer von König David. Und in der Ferne sehen wir die Stadt der Jebusiter, Jerusalem. Später heißt es Jerusalem. Der Name Jerusalem ist noch vor den Jebusitern genannt, weil nämlich gesagt wird von den Forschern, dass Melchisedek, der zu Abraham rauskommt aus dieser Stadt, dass das schon die Ersterwähnung von Jerusalem ist. Und wir sehen in der Ferne jetzt, so wenn wir da hingucken, die riesigen, riesigen Festungsmauern. Und diese Befestigungsmauern, diese starke Festung, diese unüberwindliche Festung, die ist jetzt avisiert von David und seinen Kämpfern, dass er sie überwinden will. Er will sie einnehmen, er will diese Festung einnehmen. Und dann kann man aber sehr schnell sehen, wenn man eine Festung sich vorstellt, wie die wahrscheinlich gewesen ist, dass hier ein schnelles Reinstürmen oder Hochklettern oder Festungswelle oder Türme zur Belagerung oder Pfeile oder irgendwelche solche Dinge sind hier in diesem Fall nicht möglich. Ähnlich stelle ich mir das vor mit Jericho. Als Jericho eingenommen werden sollte, war es ja auch nicht mit normalen, mit natürlichen Mitteln möglich, diese Stadt Jericho einzunehmen. Und genauso ist es hier. Wer hier versucht, irgendwas zu reißen, der wurde gnadenlos auch vom Feind unter Beschuss genommen, denn der war ja viel höher als die Angreifer. Die Stadt ist, wie gesagt, bewohnt von den Jebusitern, die schon vor dem Volk Israel, von dem erwählten Volk hier leben. Und den Benjaminitern und den Judäern ist es sogar nicht gelungen, diese Stadt einzunehmen. Und diese Stadt hat zu der Zeit den Namen Jebus, eben nach den Jebusitern. Und die Jebusiter, die jetzt oben runter gucken von der Festungsmauer, die sparen nicht mit Spott und Häme, als sie die Reihen von Davids Kämpfern da unten stehen sehen. Ich denke mal, die waren in ihren Augen wie kleine Käfer und sie haben sich kaputt gelacht über die Dummheit von David und seinen Kämpfern, dass sie meinen, sie könnten diese Festung wohl einnehmen. Und sie sparen auch nicht mit deprimierenden Ausrufen und wollen eigentlich ihre Überlegenheit damit ausdrücken. Was will David eigentlich hier? Warum belagert er diese Festung? Nun, David ist vor kurzem zum König ausgerufen worden, hatte seinen bisherigen Sitz in Hebron gehabt, und jetzt hat er sich diese Stadt der Jebusiter als seinen adäquaten Regierungssitz ausgesucht. Er war strategisch echt klug gewählt, sodass er von allen Seiten ausrücken konnte aus einer befestigten Stadt, um Land einzunehmen, um gewappnet zu sein gegen irgendwelche Überfälle. In Vers 12 von 2. Samuel 5 lesen wir: Und David erkannte, dass der Herr ihn als König über Israel fest eingesetzt und sein Königtum emporgebracht hatte, um seines Volkes Israel willen.
Also nicht nur um Davids Willen war er zum König erwählt worden, nicht nur weil er ein Freund Gottes oder ein Mann nach dem Herzen Gottes war, sondern um des Volkes Israel willen wurde David als König eingesetzt. Und Gott hatte selbst David diese Verheißung zugesprochen. Die steht in 2. Samuel 7, 8 bis 9. Ich habe dich genommen von den Schafhürden, dass du Fürst sein sollst über mein Volk Israel. Und ich bin mit dir gewesen, wo immer du hingegangen bist, und habe alle deine Feinde vor dir ausgerottet. So, das ist eine Zusage dieser Bundesverheißung, die Gott mit David hatte, und wo Gott wollte, dass er einen Fürst, der über Israel regiert, der nach seinem Herzen war, der dieses Volk regieren sollte. Und jetzt eben kommt es zu diesem Showdown an dem ausgeguckten, ausgewählten Regierungssitz, den er haben wollte. Diese Stadt, die hat für das Volk Gottes schon immer im Alten Testament eine richtig große Bedeutung. Und diese Stadt Jerusalem, wie sie ja dann später heißt, das war die Stadt, wo sich Gott ja immer wieder in ganz besonderer Art und Weise offenbaren würde. Als Gott die Israeliten an der Grenze zu Kanaan nochmal an das Gesetz erinnert, nochmal an seine Ordnungen erinnert, nochmal das alles mit ihnen durchgeht, nochmal sie darauf hinweist, wenn ihr lebt in meinen Ordnungen, wird es euch gut gehen. Als er das nochmal mit ihnen so durchgeht, da prophezeit Mose, dass Gott eines Tages eine Stätte für sich erwählen würde, um seinen Namen dorthin zu legen, um seinen Namen dorthin zu legen. Und wir wissen heute, auch aufgrund des Neuen Testamentes, aufgrund der Dinge, die passiert sind, dass Jesus seinen Fuß genau in dieser Stadt, dermaleinst, wann auch immer, auf dieses Stückchen Land, Stückchen Stadt setzen wird, auf den Ölberg setzen wird. Diese Stadt, die ist für uns auch als Gläubige des Neuen Testaments von einer exorbitanten Bedeutung. Jesus wurde dort gekreuzigt und er ist dort auferstanden. Die Frauen kamen zum Grab und das Grab war leer und es heißt, er ist nicht hier, er ist auferstanden. Und das war diese mega gewaltige Botschaft, die wir heute wissen. Und es war die Stadt, wo die Jünger warten sollten auf diese Verheißung des Vaters, wo sie warten sollten auf dieses Geschenk, was ihnen verheißen worden war, diese Ausgießung des Heiligen Geistes, die für uns heute diese geniale, übergroße, tiefgehende, erfreuliche Nachricht auch ist, dieses Erleben des Heiligen Geistes, diese Taufe im Heiligen Geist. Diese Stadt hat bis heute nicht an Bedeutung verloren. Im Gegenteil, in Zacharja 12, Vers 2 heißt es, und das ist die sehr schwierige Sache mit Jerusalem, dass diese Stadt zum Taumelbecher der Nationen werden wird. Das ist diese Schau, die für uns wirklich hochbrisant ist. Und ich habe heute, als ich nochmal über den Text hier gebetet habe, da habe ich gedacht, also Gott hatte nie gedacht, dass Israel ein Versuchslabor sein sollte, sondern Israel war erwählt von ihm als Gottesvolk. Israel ist der Augapfel Gottes. Und der Herr sagt in seinem Wort, wer euch antastet, der tastet mich an. Und das ist in unserer Zeit, gerade jetzt, in diesen Wochen, eine äußerst starke, eine äußerst bedrängende Situation, die wir so da erleben. Und in Hebräer 12, Vers 22, da lesen wir, dass wir nicht
zu einem irdischen Berg gekommen sind, sondern zum Berg Zion und zur Stadt des lebendigen Gottes, dem himmlischen Jerusalem. Das ist das, was wir erwarten, diese Stadt, die aus dem Himmel herabkommt, dieses Jerusalem, das Gott vorbereitet und das eines Tages herabkommen wird und wie eine geschmückte Braut von Gott her kommt, wie eine Braut, die sich für ihren Bräutigam schmückt. An diesem Tag, wenn das kommen wird, dann wird Gott sein Bundesversprechen, was er gegeben hat, für immer zur Erfüllung bringen. Er wird bei ihnen wohnen und sie werden sein Volk sein und Gott selbst wird bei ihnen sein, ihr Gott. Das liest du in Offenbarung 21, Vers 3. So, das ist das, was wir sehen mit Jerusalem, mit dieser Stadt, diese ehemalige Jebusiterstadt. Und dann in Vers 3 von Offenbarung 22, da lesen wir, dass der Thron Gottes und des Lammes, das heißt der Thron von Jesus, wird dort sein. Und wir werden ihm dort dienen und wir werden mit ihm für immer herrschen. Als ich das wieder gelesen habe, ich war so dankbar. Ich war so begeistert. Ich habe so eigentlich gejubelt darüber, dass das unsere Zukunft ist. Unsere Zukunft ist es nicht, hier in diesem beschränkten, in diesem doch sehr bedrückten Ding zu bleiben, sondern unsere Hoffnung ist wirklich diese Vorausschau auf das, was Gott tun wird, auf dieses herrliche Werk, was Gott denen bereitet hat, die ihn lieben. Dann habe ich ein bisschen nochmal über diesen Namen der Stadt, weil es ja da in dem Text, den wir mit der Belagerung von David uns vorgenommen haben, da habe ich dann gedacht, okay, die Stadt, die sich Jebus nannte, nach den Jebusitern, war ja eigentlich diese Stadt der Erwählung, die Stadt, um die heute noch sich alles dreht. Und dann habe ich gelesen, diese verschiedenen Namen dieser Stadt Jerusalem. Und ich gebe euch die Bibelstellen jetzt mit an und da könnt ihr das mal nachlesen. Da könnt ihr einfach mal dem nachspüren, was Gott an Gewicht auf diese Stadterwählung legt. Welches Gewicht er auf diese Erwählung dieser Stadt Jerusalem legt und welche Namen sie eigentlich hat. Diese Stadt trägt den Namen auch Zion. Das lesen wir in 2. Samuel 5, Vers 7. Die Stadt Davids, 1. Könige 2, Vers 10. Die heilige Stadt in Nehemia 11, Vers 1. Die Gottesstadt im Psalm 46, Vers 5. Die Stadt eines großen Königs in Psalm 48, Vers 3. Stadt der Gerechtigkeit oder treue Stadt in Jesaja 1, 26. Stadt des Herrn oder Zion des heiligen Israels in Jesaja 60, Vers 14. Oder hier ist der Herr in Hesekiel 48, 35. Und das letzte, die Stadt der Treue in Sacharja 8, Vers 3. Einige dieser Namen, die beschreiben einfach diese prophetische und diese zukünftige Stadt, die in der Offenbarung auch beschrieben wird. Und jetzt gehen wir wieder zurück zu David. Wir stehen wieder vor der ursprünglichen Festung, diese Jebusiterstadt. Da, wo sie noch nicht diese ganzen vielen Namen offiziell trägt. Aber schau mal, Gott hat schon diesen riesigen Plan, hatte er da ja schon, als David diesen Ort für seine Regentschaft ausgesucht hat oder von Gott vorgesehen bekommen hat. Aber David steht vor dieser Festung und sie ist uneinnehmbar, gewaltig und bedrohlich. Das war nicht jetzt ein kleines Häppchen, was er sich da ausgesucht hatte.
Und diese Jebusiter, die da schon lange wohnten, die hatten natürlich nicht vor, ihm diese Einnahme gerade mal so als auf dem Teller zu servieren. Ganz im Gegenteil. Hier heißt es in 2. Samuel 5, Vers 6, du wirst nicht hier reinkommen, sondern die Blinden und Lahmen vertreiben dich. Sie wollten damit sagen, also David, pass mal auf, du kommst hier nicht rein. Selbst Lahme und Blinde könnten diese Festung verteidigen. Die ist so gebaut, dass selbst, in unserem Sprachgebrauch würden wir sagen, selbst Kinder können dafür sorgen, dass du hier nicht reinkommst, dass du das nicht überwinden wirst hier. Und mach dir mal nicht hier irgendwas vor und lass dich mal nicht hier so verschaukeln. Selbst Lahme und Blinde könnten diese Festung verteidigen und es gehört nichts dazu, sie zu halten. Diese Festung ist stark, strategisch wichtig und die Verteidigungsanlage einer uneinnehmbaren Festung auch so geplant, so gewollt, so gesetzt. Da war nichts offen, da ging gar nichts. Nun, ihr wisst, ich liebe das, wenn ich das Wort Gottes lese und ich dann bete darüber und der Heilige Geist schenkt mir diese, wisst ihr, diesen großen Bogen in mein Leben oder den großen Bogen in dein und mein Leben. Was hat denn diese Festung hier mit meinem Leben oder mit deinem Leben zu tun? Ja, David hat das belagert, ja, der wollte seinen Sitz da haben, ja, mach doch nichts, ist doch egal. Nein, das ist nicht egal. Ich liebe das, wenn der Heilige Geist mir das erklärt und wenn ich diese Parallelen zu meinem Leben ziehen kann. Denn Festungen gibt es in deinem und meinem Leben. Wenn ich mir den Stapel an Gebetsanliegen, der in den letzten, sagen wir mal, 3 Wochen reingekommen ist, anschaue, wenn ich die Gebetsanliegen lese, wenn ich im Inneren höre, was da für eine Not ist, was für ein Herzensschrei da ist. Martin hat das ja vorhin schon mal erwähnt. Wenn wir das lesen und hören, weißt du, was das für mich ist? Festungen. Strongholds, sagt man im Englischen. Festungen, die der Feind im Leben von Menschen, nicht von irgendwelchen Menschen, von gläubigen Menschen gebaut hat. Festungen im Leben gläubiger Menschen, im Leben von Menschen, die ihr Leben Gott anvertraut haben und der Feind schafft es, uneinnehmbare, unüberwindliche Festungen zu bauen. Und dann kennt ihr das alle. Wir haben schon öfter versucht, diese Festungen dann zu überwinden, zu erobern. Mal mit mehr, mal mit weniger Überzeugung haben wir gedacht, naja, das überwinde ich schon. Irgendwie schaffe ich es schon mit dieser Krankheit, irgendwie muss ich mich arrangieren, irgendwie wird das mit meinen Kindern oder irgendwie, dieses irgendwie, das sind so die Leitern, die man so anstellt an die Festungen, um sie einzunehmen. Und wir erleben alle, dass das recht schnell in unserem Erkennen so ist, dass wir merken, hey, so einfach ist das gar nicht. In den meisten Fällen ist es sogar so, dass wir kampflos das Feld räumen und wir ergeben uns dieser Situation und sagen, das schaffe ich nicht. Das ist einfach zu schwierig. Dieses Ding ist einfach zu groß. Ich schaffe das nicht. Und die meisten bleiben sitzen und nehmen die Dinge als gegeben hin. Der Feind ist zu übermächtig und sie sagen sich, ich habe es ja versucht, aber dann bin ich wieder rückfällig geworden. Ich habe es ja versucht, aber dann kam der Druck. Ich habe es ja versucht, aber dann war es eben doch anders. Und man gibt einfach viel zu schnell dann diese Sache auf. Ich kenne das von meinem Leben auch. Wenn da Belagerungsfestungen vom Feind gebaut wurden, ich kenne diese Herausforderung und dieses Problem auch. Es ist wie schier unüberwindlich. Und manchmal schaute ich wie gebannt auf solche Festungswälle. Und da habe ich, gerade als ich das geschrieben habe, habe ich gedacht, hey, genau das ist das Wort dafür.
Man schaut wie gebannt, wie genagelt, wie festgehalten auf das Problem, auf dieses schier unüberwindbare Problem. Und man ist wie gebannt, das heißt, man kann sich nicht bewegen. Man hat keine Idee, wie man aus diesem Ding rauskommen sollte. Man hat keine Strategie, wie man es überwinden könnte. Man hat keinen Plan und man ist wie gebannt, wie festgehalten, wie gebunden und fällt in eine Art Inaktivität. Im Grunde genommen schauen wir uns die ungute Entwicklung jeden Tag an und wir sind wirklich betroffen darüber, was in unserem Leben passiert oder auch jetzt, was in unserem Land passiert. Wir hören die negativen Stimmen in uns. Kennst du das? Dass da in dir wie so Stimmen sind, die dir sagen, was die Ausgangslage für dich ist und sie sagen dir, was du alles nicht kannst und was du nicht schaffen wirst und wo es keine Lösung geben wird. Und diese Pfeile, das ist ein Wort, was auch in dem Psalm 91 verwendet wird, diese Pfeile treffen in unser Herz und sie setzen unsere Herzen in Brand. Das ist etwas, was der Feind immer und immer wieder versucht. Er baut eine Festung und schießt dann von oben mit diesen Pfeilen direkt in unser Herz. Und diese Pfeile haben einen Namen, da steht immer drauf, das schaffst du nicht. Das kannst du nicht überwinden. Selbst Lahme und Blinde können diese Festung überwinden, aber dir gilt das nicht. Und dann steht auf dem anderen Pfeil, du hast es ja schon versucht, aber du hast ja gemerkt, das wird in eine Niederlage reingehen. Und so haben oft Menschen das Gefühl, dass sie diese miesen Gedanken und diese miesen negativen Bilder nicht loswerden. Nie die Vergangenheit abschütteln, nie aus den Depressionen rauskommen, nie die Angstattacken zu überwinden, die einen einkreisen wollen. Negative Gedanken kommen immer und immer wieder und sie sind die Helfershelfer des Feindes, die er gerne einsetzt, den Menschen ständig unter Druck zu halten. Helfershelfer mit negativen Gedanken, mit negativen Worten, mit negativen Nachrichten, das ist das, was du jeden Tag hörst, das ist das, was dir Nachrichten jeden Tag servieren. Negative Helfershelfer. Angst funktioniert genauso, einfach nur über diese Stimmen, die die Menschen hören oder über Bilder, die die Menschen sehen oder über ihre eigenen Gedanken, die sie sich so machen, die sie einfach so rumschwirren lassen und diese Vernünfteleien, diese Dinge, die sie anscheinend nicht loszuwerden vermögen, die schaffen in ihnen diese Panikattacken und diese Vorstellungen von Angst und was dann Schreckliches passieren könnte. Bilder, die negativ sind, angstmachend sind, die bauen Festungen in dem Leben von vielen Menschen. Gerade jetzt mit den Nachrichten, mit den Maßnahmen, mit diesen ganzen Dingen. Das sind wirklich Gedankensteine, die eine Mauer, eine Festung von Angst, von psychischer Belastung in dein Leben bauen wollen. Gedanken sprechen zu Menschen. Ich weiß nicht, ob du das jemals erlebt hast oder ob du das schon mal erfahren hast. Gedanken sind nicht einfach nur schlupp, du hast sie und sie sind weg. Nein, Gedanken sprechen zu uns. Gedanken sprechen Positives oder Negatives zu uns. Und meistens ist es so, dass wir diesen Gedanken, das, was sie sagen, dem folgen wir. Und das macht diese Festungen und die Liste von Festungen ist schier endlos. Das geht von Krankheiten über psychische Belastungen, über Eheprobleme, über die Dinge mit den Kindern, über alle Dinge, die schlecht und negativ und bedrohlich und bedrängend und Attacken im Leben von dir und von deinen Lieben sind. Schauen wir mal wieder zurück, was gerade bei David passiert. Was macht er denn mit dieser Festung? Was ist denn hier der Clou für uns? Was sollen wir denn von ihm lernen, wie er das macht?
Denn er muss ja auch gedacht haben, naja, es ist ganz schön hoch, ist ganz schön fest und die oben labern mir die Ohren zu und die kauen mir ein Ohr ab mit ihrem Gequatsche und die reden nur negativ und die reden mich runter und vielleicht schaffen wir es ja wirklich nicht. Vielleicht hat er sich auch seine Leute angeguckt und hat gedacht, ach du meine Güte, nee, das schaffen wir nicht. So, was können wir von David lernen? Und das fand ich ja richtig cool mal wieder. David und seine Kämpfer scheinen diese Situation anscheinend nicht zum ersten Mal zu erleben. Und dieses Höhnen vom Feind und dieses Lügenreden, das ist für David ja auch nichts Neues. Das hatte er ja auch schon bei Goliath. Das waren ja schon mehrere Situationen, die er ja wahrscheinlich schon erlebt hatte bei seinen Feldzügen. Und diese Miesmacher, die ewigen Spötter, die ewigen Mahner und Warner und diese Leute, die immer alles negativ reden, ohne dass sie selber ein besseres Leben hätten, das kennt er. Und wisst ihr, was der macht? Der hört diesem Gerede, dieser Infiltration, dieser Propaganda, die von da oben runterkommt, er hört dem eigentlich gar nicht zu. David beschäftigt sich nicht mit denen, die oben auf der Mauer sind und sagen, Blinde und Lahme könnten diese Mauer, diese Festung bewahren. Das hört er anscheinend gar nicht, sondern er konzentriert sich auf einen anderen Ratgeber. Er konzentriert sich auf eine andere Lösung. Er konzentriert sich nicht darauf, wie komme ich da oben drüber, sondern welchen anderen Weg kann es geben. Er sucht nach einem Ausweg. Und nicht die Festungsmauer ist seine erste Agenda, sondern vor der Festungsmauer, da gibt es etwas, was seine Aufmerksamkeit auf einmal an sich zieht. Da gibt es nämlich eine Tunnelanlage, eine Wassertunnelanlage, die direkt von außen unterirdisch in diese Festung hineinreicht. Und das ist sein Ausweg. Nicht das, was man sonst tut, um eine Festung einzunehmen, ist die Lösung. Nein, er findet einen ganz anderen Weg. Und in Vers 8 lesen wir nur vier Worte, die die übernatürliche Lösung beschreiben und den Wasserschacht erreicht. Den Wasserschacht erreicht. Das war die Lösung. Das war die Option, die Gott für ihn hatte. Es war ein ganz, ganz anderes Ding. Es kam direkt von Gott. Da bin ich sicher, dass Gott ihm übernatürlich diese andere Möglichkeit gegeben hat. Und durch diesen Wasserschacht ist es möglich, dass David und seine Kämpfer in das Innere der Festung reinkommen. Es war ein viel leichterer Weg, als wenn er irgendwelche Festungswälle hätte erst aufbauen müssen. Oder Kampfgetümmel von außen wäre ja gar nicht so effektiv gewesen, wäre wahrscheinlich gar nicht möglich gewesen. Das hatten ja schon die anderen versucht, die Judäer und die Benjaminiter, die waren ja auch daran gescheitert. Aber dieses Ding durch den Wasserschacht von außen unterirdisch in das Innere der Festung, um sie dann einzunehmen, das war der Clou, das war die Idee Gottes in dieser Sache. Und in Vers 7 lesen wir, aber David nahm die bergfeste Zion ein, das ist die Stadt Davids. So, da lesen wir schon diesen ersten Begriff Zion, die Stadt Davids. Hier in diesem Aber David nahm die burgfeste Zion ein. Da hören wir wieder heraus das Aber Gottes. Das Aber Gottes ist das wichtigste Wort, das er immer in unsere Lebensgeschichte einfügt. Wenn du heute deinen Job verloren hast, es gibt ein Aber Gottes in deinem Leben. Wenn du heute noch krank bist, es wird dieses Aber Gottes in dein Leben jetzt hineingesprochen, jetzt in deinen Körper hineingesprochen, jetzt in dein Immunsystem hineingesprochen. Ich rufe die Leute, die
in diesen Komasituationen sind, ich rufe sie heraus und ich sage, das Aber Gottes steht über deinem Leben. Das Aber Gottes ist wie an dein Krankenbett geschrieben. Das Aber Gottes ist gültig. Und das Aber Gottes schafft einen Weg, den vorher niemand sehen konnte. Das Aber Gottes geht unterirdisch, überirdisch, über alle Grenzen hinweg, die wir so im Blick haben. Und das Aber Gottes ist gültig. Das heißt, dieses Trotzdem, dieses Dennoch, dennoch bleibe ich an dir. Trotzdem wirst du einen Weg schaffen, wo ich keinen Weg sehe. Trotzdem wirst du meine Schritte zum Weg machen, auch wenn ich meine Schritte nur langsam gehen kann. Auch wenn es nur kleine Schritte sind. Ich werde ankommen, weil das Aber Gottes über mein Leben geschrieben ist. Das Aber bei David war übernatürlich. Es war offenbart. Es war dieser Tunnel, diese Anlage, der Zugang, um den Feind zu besiegen. Der einfach andere Weg. Ich sag dir was, der Kampf, die Festungen unseres Lebens einzunehmen, findet als erstes in unseren Gedanken statt. Das, was wir denken, das ist die erste Bastion, die der Feind ganz gezielt und sehr genau aufbaut. Und er ist immer interessiert daran, dass wir da nicht zu effektiv werden, sondern dass wir ihn in Ruhe lassen, dass er weiterbauen kann. Es gibt immer zwei Seiten bei dieser Gedankenstrategie. Eine Seite, die dich immer runterzieht und immer alles in Frage stellt, das schaffst du nicht, es wird alles beim Alten bleiben. Und die andere Seite, das ist die, wo du die Stimme des Heiligen Geistes, der in dir lebt, hörst und der dich berät und der die Kraft Gottes proklamiert und der seine Möglichkeiten und seine guten Pläne für dein Leben hineinspricht. Du kannst das hören. Du kannst es hören. Du musst lernen, diese Strategie zu durchblicken und die guten Gedanken Gottes in deinem Leben wirklich frei zu boxen, freizusetzen, diesen übernatürlichen Zugang durch diesen Wasserschacht zu finden. Und ich bin sicher, Gott möchte, dass dein Leben eine Bestimmung hat. Das war das, was er für David dachte. Dieser Platz, diese Stadt, dieses Zion, diese Stadt Gottes, diese Stadt hatte eine Bestimmung von Gott. Und das war das, wo es anfangen sollte mit David. Und so ist es in deinem Leben auch. Es soll jetzt anfangen. Du sollst jetzt lernen, diese Gedanken zu sortieren und abzulehnen und zu sagen, stopp, Moment mal. Gott sagt etwas ganz, ganz anderes zu mir. Und ich will das hören und das tun, was das Wort Gottes sagt. Und ich sag dir was. Die gute Nachricht ist, du hast eine Wahl und du kannst wirklich eine Wahl treffen. Viele Leute höre ich oft, die sagen, ja, ich konnte das ja eigentlich nicht und ich war ja durch meine Umstände und durch die Leute und mit denen ich zusammen war. Du kannst wählen, wirklich. Du kannst entscheiden. Und wenn du jetzt noch nicht so richtig siehst, wie du eine Entscheidung treffen sollst, dann fang jetzt an, dafür zu beten. Fang jetzt an, dich danach auszustrecken und zu sagen, Heiliger Geist, hilf mir dabei. Schenk mir Weisheit und Erkenntnis, dass ich deinen Willen erfahre. Jesus, hilf mir, dass ich in der Beziehung zu dir wachse, dass ich diese ganzen Suchtprobleme hinter mir lassen kann. Hilf mir, dass ich zu dir hinwachse. Ich will deine Stimme mehr hören lernen als alle anderen Stimmen. Du kannst sagen, ich will dem Gequatsche, der Propaganda, der Angst und der Panikmache nicht länger zuhören. Ich will hören, was der Herr sagt. Ich werde nicht mehr den Lautersprechern zuhören, sondern ich werde dem glauben, was der Herr sagt. Und wenn der Feind noch so laut schreit, danke, höre auf das Wort Gottes. Du musst das Wort Gottes mehr lesen. Nicht um quantitativ mehr zu lesen, sondern mehr lesen heißt,
mehr davon in dein Herz aufnehmen. Mehr davon als gutes Essen zu essen. Mehr davon in dich aufzunehmen. Lern Bibelverse auswendig. Die werden dir helfen, wenn der Druck steigt. Lern das auswendig, wenn du nicht mehr die Möglichkeit hast, mal eben ganz schnell in der Bibel zu blättern. Lern das auswendig, dass das nachts in deinen Gedanken die Herrschaft ergreift. Das Wort Gottes ist ein Same, der aufgeht in deinem Leben und er schafft Herrschaft, er schafft dominante Gedanken in deinem Leben. Gerade nachts, gerade dann, wenn du alleine bist, gerade wenn du krank bist, wenn du schwach bist. Du brauchst dieses Wort. Es ist Heilung für dein ganzes Fleisch. Hör auf das Wort Gottes. Wähle den Weg durch den Tunnel und glaube, dass Gott eine Strategie für dich hat. Du gehörst doch zu ihm. Ich habe gelesen wieder ganz neu diesen Psalm 18. Glaub ihm doch. Du gehörst zu ihm, der deine Hände lehrt das Kämpfen, dass deine Arme den ehernen Bogen spannen. Sein Zuspruch wird dich stärken. Er macht unter deinen Schritten einen weiten Raum. Deine Knöchel wanken nicht. Zum Kampf rüstet er dich mit Kraft, mit seiner Kraft. Er zwingt unter dich, die sich gegen dich erheben. Er ist ein Schild allen, die bei ihm Zuflucht suchen. Er entreißt dich deinen Hassern, den starken Feinden, die dein Leben berauben. Er ist deine Stütze, er befreit dich und führt dich in die Weite. Mit ihm erstürmst du Festungswälle. Mit ihm überspringst du Mauern, die sich gegen dich erheben. Wir tragen eine Waffenrüstung, ihr Lieben. Wir können stehen und wir können stehen bleiben. Wir müssen sie benutzen. Wir müssen glauben, dass der Herr mit uns ist, dass er für uns ist, dass er für uns kämpft, dass er an unserer Seite ist und uns übernatürliche Weisheit schenkt. Festungen sind Mauern und das Meer der Unmöglichkeiten in unserem Leben. Und egal wie die aussehen, es ist egal wie sie sich darstellen, es sind Werke des Teufels. Aber die gute Nachricht ist schon immer die, Jesus hat den Sieg. Jesus hat den Sieg. Im Neuen Testament, 2. Korinther 10, Vers 4, lesen wir, die Waffen unseres Kampfes sind nicht fleischlich, sondern mächtig für Gott zur Zerstörung von Festungen. So zerstören wir Vernünfteleien und jede Höhe, die sich gegen die Erkenntnis Gottes erhebt und nehmen jeden Gedanken gefangen unter den Gehorsam Christi. Gott will heute in dein Leben dieses Aber, dieses Dennoch und dieses Trotzdem gegen alle Vernünfteleien setzen. Ich habe noch ganz kurz nachgeguckt, so eine kleine Reise, so im Schnelldurchgang durch die Bibel gemacht. Wo war denn das bei den Menschen in der Bibel so eine Sache, wo Festungen waren, aber wo es hieß, der Herr hat den Sieg? Da liest du, der Pharao, der lachte über die ersten Plagen und der schlug das Volk noch mehr. Und trotzdem, der Auszug des Volkes, der war bei Gott beschlossen. Die Arche wurde in der Bauzeit vielleicht noch belächelt und verspottet, aber der zerstörerische Regen war bei Gott beschlossen und er kam. Haman hatte seine perfiden, zerstörerischen Pläne, sein Lügensystem war lange beschlossen, aber der Galgen wurde für ihn selbst gebaut und das Volk wurde frei. Daniel im Feuerofen, der Gott aber, dem er ohne Unterlass diente, autorisierte Engel zu seinem Schutz, die den Löwen die Rachen zuhielten. Gideon, der so sehr seine Schwäche empfand, der fragte, wenn doch Gott uns als sein Volk erwählt hat, wo sind denn dann all seine Wunder? Er wurde von Gott als Held mit der Stärke Gottes geflutet und beauftragt und Gott sagte zu ihm, siehe, ich habe dich gesandt. Josua kämpfte im Natürlichen gegen das Heer der starken Amalekiter. Aber das Banner des Sieges lag schon bereit, weil Mose und Hur und Aaron auf dem Felsen beteten. Das Wort Gottes
finde dich. Sei sicher, das Wort Gottes findet dich. Es ist die Quelle, die zu einem Strom lebendigen Wassers in dir von Gott geformt werden wird. Unsere Treue ist nicht zu einem weltlichen System, sondern unsere Treue wird von seiner Treue zu uns gesichert. Der Teufel jubilierte am Tag der Kreuzigung, aber der Ostermorgen, der war beschlossen im Herzen des himmlischen Vaters. Die Auferstehung und Rettung für uns kam. Was hast du denn zu fürchten? Was hast du zu verlieren? Wer kann gegen dich sein, wo Gott doch beschlossen hat, dass er für dich ist? Gebunden? Gott hat beschlossen, Befreiung für die Gefesselten im Kerker und Zerstörung der Kerker, der Ketten ist von Gott eine beschlossene Sache für dich. Ein gebrochenes Herz, Heilung ist von Gott für dich beschlossen. Trauer, Trost mit Freudenöl ist vom Herrn beschlossen. Ein Kopfschmuck statt Asche, ein Gewand des Ruhmes statt einen betrübten und gebeugten Geist. Das ist beschlossen von Gott für dich. Er wird dir den Sieg über deine Festungen schenken. Denn Gott hat wirklich mehr für dich. Er hat den Sieg für dich. Er ist für dich. Er wird dir eine übernatürliche Strategie geben, wenn du ihn danach fragst. Er wird sie dir zeigen, wenn du mit ihm in dieser Verbindung bist. Er wird dir sagen, wenn du nicht weißt, was ist Lüge, was ist Wahrheit. Du kannst nur rausfinden, was ist Lüge und was ist Wahrheit, wenn du in dieser engen Verbundenheit mit dem Herrn bist, mit dem Heiligen Geist zusammenarbeitest. Er wird dir Weisheit und Erkenntnis geben. Wenn du weißt, wo der Vater im Himmel zu finden ist. Wenn du weißt, Jesus ist mit mir. Jesus ist für mich. Er ist für mich gestorben und auferstanden. Er ist das Leben in mir. Amen. 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 Halleluja. Halleluja. Möchtest du dazu noch beten? Ich denke, du betest. Ich bete. Yes. Halleluja. Herr, wir danken dir dafür, dass du so viel Geniales für uns hast. Amen. Wir danken dir dafür, dass dein Wort unvorstellbar genial ist. So viel Lösung, so viel Reichtum. Richtungsweisung, so viel Hilfe, Reichtum für uns beinhaltet. Was immer wir brauchen, wir finden es in deinem wunderbaren, herrlichen Wort. Und Herr, es ist so genial, wenn wir da in den Schätzen einfach Dinge entdecken können. Ja, Amen. Was für ein Vorrecht. Was für ein Vorrecht ist es, dass wir dein Wort haben. Die ersten Christen hatten das nicht. Die haben nur, wie soll ich mal sagen, die mündliche Überlieferung gehabt und so weiter. Aber wir haben dein Wort. Herr, wir preisen dich dafür. Was für ein Vorrecht. Das ist das Wort, was ewigen Bestand haben wird. Ja. Das Wort Gottes bleibt in Ewigkeit. Wenn Himmel und Erde vergehen, Halleluja, das Wort bleibt bestehen. Amen, das ist wirklich gut.